Ein heiterer, sonniger Tag über der kleinen Gouvernementsstadt in der russischen Steppe. Im Hause der Prosorows wird im Saal der Frühstückstisch gedeckt. Im Salon sitzen die drei Schwestern. Olga trägt die blaue Tracht der Lehrerinnen vom Mädchengymnasium. Manchmal glaube ich, unsere Muttersprache fällt meinen Mädchen am schwersten. Olga korrigiert immer zu Schulheft, ob sie steht oder geht. Solange wir französische Bücher lesen können, ist das gewiss kein Unglück. Mascha, die Verheiratete, in ihrem schwarzen Kleid, den Hut auf den Knien, liest in einem ihrer endlosen französischen Romane. Und nur Irina, die Jüngste, ist unbeschäftigt. In ihrem weißen Kleid steht sie schmal und blond an einem der Fenster des Salons und schaut nachdenklich hinaus in den Mittag, der aus der Steppe über die kleine Stadt kommt. Mein Namenstag. Heute vor einem Jahr ist der Vater gestorben. Ja, am 5. Mai. Es war sehr kalt. Es schneite sogar. Ich glaubte nicht, dass ich es überleben würde. Du lagst ohnmächtig da wie tot. Nun ist kaum ein Jahr vergangen und wir reden davon so gleichgültig. Du trägst schon ein weißes Kleid und dein Gesicht strahlt. Auch damals schlug gerade die Uhr. Ich erinnere mich noch, als sie den Vater hinaustrugen, spielte die Militärkapelle und auf dem Friedhof wurde geschossen. Er war doch General. Brigadekommandeur. Und doch waren nur wenige Leute am Grabe. Allerdings fiel an dem Tag ein starker Regen. Regen und Schnee. Wozu sich erinnern? Jetzt erscheinen drüben im Saal die drei ständigen Gäste des Hauses, Herren der Garnison, der Leutnant Baron Tusenbach, der Stabshauptmann Soljoni und Chebutikin, der Militärarzt. Aber Olga hat sie wohl nicht bemerkt. Genau 11 Jahre ist's her, dass der Vater die Brigade bekam und wir von Moskau abreisten. Es ist mir, als wären wir gestern gefahren. Pfeif nicht, Mascha, wie kann man nur? Aber wie soll ich lesen können, wenn du immer sprichst? Ach, dieser Dienst im Gymnasium, dieses Stundengeben bis zum späten Abend verursacht mir ewig Kopfschmerzen. Ich glaube wirklich, ich werde schon alt. Nur ein Traum ist da, der wächst. Und hält mich stark. Nach Moskau reisen. Das Haus hier verkaufen. Alles aufgeben. Und dann nach Moskau. Ja, bald. Bald nach Moskau. Tibutikin und der Leutnant Tusenbach lachen drüben im Saal. Haben Sie den Mädchen zugehört? Unser Bruder wird wohl bald Professor. Denn er darf doch auf keinen Fall hier versauern. Ja. Bleibt nur die arme Mascha übrig. Oh, Mascha kommt jedes Jahr im Sommer nach Moskau, wenn ihr Mann Schulferien hat. Mit Gottes Hilfe wird sich schon alles ordnen lassen. Ein Prachtwetter ist das heute. Schaut nur einmal zum Fenster hinaus. Ich weiß nicht, warum ich so froh bin. Heute Morgen fiel mir auf einmal ein, dass mein Namenstag ist. Mit einem Mal empfand ich eine solche Freude. Ich dachte an meine Kinderjahre, als Mama noch lebte. Was für wunderbare Gedanken gingen mir durch den Kopf. Oh, was für Gedanken. Du strahlst ja übers ganze Gesicht. Ausnehmend hübsch bist du heute. Auch Mascha ist hübsch. Und Bruder André wäre ein schöner Mann, wenn er nicht so stark geworden wäre. Das steht ihm gar nicht. Nur ich. Ich bin alt geworden und so abgemagert bin ich. Sicher vom Ärger mit den Mädchen im Gymnasium. Aber heute kann ich zu Hause bleiben. Und gleich habe ich keine Kopfschmerzen und fühle mich jünger als gestern. 28 Jahre bin ich nun alt. Aber alles ist schließlich gut, alles kommt von Gott. Ich glaube aber, wenn ich verheiratet wäre und den ganzen Tag im Haus zubringen könnte, ich würde mich wohler dabei fühlen.
würde meinen Mann lieben. Die drei Herren drüben im Saal haben ganz genau zugehört. Der Leutnant Tusenbach mokiert sich gerade. Sie reden einen Unsinn zusammen, die drei. Es wird ein über Ihnen zuzuhören. Dann betritt er den Salon. Meine Damen, unser Batteriechef Verginin wird Ihnen heute seine Visite machen. Ah, sehr angenehm. Ist er alt? Nein, in den besten Jahren. Höchstens 40, 45. Darf ich? Und schon sitzt der Leutnant am Klavier, berührt leicht und wie zerstreut die Tasten. Etwas stark verehelicht ist er. Frau, Schwiegermutter und zwei Töchter. Er erzählt das überall, wo er Besuch macht. Auch hier wird er es erzählen. Die Frau ist halb verrückt, trägt einen langen Zopf wie ein Mädchen, spricht lauter hochtrabendes Zeug und macht jeden Augenblick einen Selbstmordversuch, um ihren Mann zu ärgern wahrscheinlich. Ivan Romanitsch, lieber Ivan Romanitsch! Und Irina in ihrem weißen Kleid fliegt auf den Militärarzt zu, der eben aus dem Saal hereintritt. Was denn, mein Kindchen? Mein liebes, gutes Kindchen. Sagen Sie bloß, warum bin ich heute so glücklich? Als wenn ich auf dem Meer dahin segelte und über mir dehnt sich der weite blaue Himmel und große weiße Vögel schweben durch die Luft. Warum ist das nur so? Warum? Mein weißer Vogel, mein Vögelchen. Und er küsst ihr zärtlich die Hände, beide Hände. Als ich heute früh aufwachte, aufstand und mich wusch, da war es mir mit einem Mal, als wäre mir alles auf dieser Welt hier klar. Als wüsste ich, wie man leben soll. Ich weiß jetzt alles, lieber Ivan Romanitsch. Der Mensch muss arbeiten, muss sich mühen im Schweiße seines Angesichts, wer er auch sei. Und darin allein liegt der Sinn und das Ziel seines Lebens, sein Glück und sein Triumph. Ja, ja, es ist bei Gott besser, ein Ochse zu sein oder ein ganz gewöhnliches Pferd, das seine Arbeit tut, als eine junge Dame, die mittags um 12 aufsteht, im Bett ihren Kaffee trinkt und dann sich 2 Stunden lang anzieht. Wie schrecklich ist das? Und wenn ich ab jetzt nicht früh aufstehen und richtig arbeiten werde, dann dürfen Sie mir Ihre Freundschaft kündigen, Ivan Romanitsch? Ja, gewiss, gewiss. Ich kündige Sie. Der Vater hat uns daran gewöhnt, um 7 Uhr aufzustehen. Jetzt wacht Irina um 7 Uhr auf, liegt aber wenigstens bis 9 im Bett und simuliert über irgendetwas. Und so ein ernstes Gesicht macht sie dabei. Du bist eben gewöhnt, mich als kleines Mädchen zu sehen und wunderst dich, wenn ich ein ernstes Gesicht mache. Ich bin doch 20 Jahre alt. Oh. Baron Tusenbach, der es liebt zu philosophieren, greift nun Irinas Worte auf. Sehnsucht nach Arbeit. Oh mein Gott, wie kann ich dieses Gefühl verstehen? Ich habe nie in meinem Leben gearbeitet. Nie. Man hütete mich geradezu vor Arbeit. Und das hilft nicht mehr lange. Ein reinigender, kräftiger Sturm bereitet sich vor. Er ist schon sehr nah, der von unserer Gesellschaft die ganze Trägheit, die Gleichgültigkeit, das Vorurteil gegen die Arbeit, all die faule Langeweile hinwegfegen wird. Und so werde auch ich arbeiten. In 25, 30 Jahren wird schließlich jeder Mensch arbeiten. Jeder. Ich werde nicht arbeiten. Sie kommen auch nicht in Betracht. In 25 Jahren werden Sie Gott sei Dank nicht mehr auf der Welt sein, Baron Tusenbach. Der Stabshauptmann Solioni war nun auch in den Salon getreten. Sie gehen entweder in 2, 3 Jahren an Ihrem Spleen zugrunde, oder ich werde mal wütend und schieße Ihnen eine Kugel durch den Kopf, mein Teurer. Damit zieht er nach gewohnter Art ein Parfümfläschchen aus der Tasche und bespritzt sich Brust und Hände. Dr. Cheputikin zieht derweilen mit fast feierlicher Miene ein paar Zeitungen aus seinem Rock hervor. Und ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben auch nur das Geringste getan. Seit ich von der Universität fort bin, habe ich keinen Finger mehr gerührt. Nicht ein Buch mehr angesehen. Nur die Zeitungen, die habe ich gelesen. Ich weiß alles aus den Zeitungen. Mein Lebtag habe ich nichts getan. Und doch habe ich nie zu etwas Zeit gehabt. Ich komme gleich wieder zurück. Warten Sie. Hastig eilt er davon, kämmt sich dabei gewissenhaft seinen stattlichen Bart. Er hat bestimmt wieder irgendetwas ausgeheckt. Jedenfalls wird er Ihnen gleich irgendein Präsent bringen. Ach, wie unangenehm. Ja, er ist schrecklich. Immer macht er Dummheiten. Ein Eichbaum grünt am Meeresstrand, ein goldenes Kettlein hängt daran. Ein goldenes Kettlein hängt daran. Mascha hat ihren Roman plötzlich zugeklappt und steht auf. Du bist heute in schlechter Stimmung, Mascha. Sie setzt sich ohne ein Wort den Hut auf, der auf ihren Knien gelegen hatte. Wohin willst du denn? Nach Hause. Ach, du,
Du bist doch sonderbar. Wie können Sie schon gehen? Heute am Namenstag. Ich komme am Abend wieder, mein schönes Schwesterchen. Ich wünsche dir noch einmal, bleib gesund und werde glücklich. Früher, als Papa noch lebte, kamen immer 30, 40 Offiziere, wenn bei uns Namenstag war. Da ging's fidel zu. Heute aber sind kaum anderthalb Mann da und still ist's wie in einer Wüste. Ich gehe. Bin heute nicht in Stimmung. Hab halt meinen melancholischen Tag. Nimm's mir nicht übel. Abends wollen wir plaudern. Jetzt leb wohl, Liebe. Ich will fort, irgendwo hin. Nein, du bist wirklich... Ich verstehe dich nicht, Mascha. Wenn ein Mann philosophiert, kommt manchmal schon recht nettes Zeug zum Vorschein. Wenn einmal eine Frau oder gar zwei Frauen philosophieren, na, dann kann man gleich auf die Bäume klettern. Was wollen Sie damit sagen, Sie abscheulicher Mensch? Nichts weiter. Kaum hat er noch Ach gesagt, als ihn der Bär am Halse packt. Aber Mascha geht nicht, denn jetzt tragen die Dienstleute eine große Pastete herein von Michail Iwanitsch Protopopow, dem Vorsitzenden der Kreisverwaltung. Vom Landschaftsamt? Oh, ich lasse schön danken. Von diesem Protopopow? Kann er nicht leiden. Ihr hättet ihn nicht einladen sollen. Ich habe ihn auch nicht eingeladen. Und hinter den Dienstleuten taucht der Militärarzt Djebutikin wieder auf, mit wichtigem Gesicht. Ein Soldat folgt ihm, der etwas Silberglänzendes trägt. Einen Samowar. Es ist unglaublich. Aber liebster Iwan Romanitsch, was machen Sie denn da? Ich sagte es Ihnen ja. Iwan Romanitsch, Sie besitzen einfach kein Schamgefühl. Meine Lieben, meine Schönen, Sie sind doch für mich das Einzige, das Teuerste, was ich auf der Welt noch habe. Ich bin nun bald 60, bin alter Mann, armseliger, verlassener Greis. Nichts Gutes gibt es an mir, außer diese Liebe zu Ihnen. Wenn Sie nicht wären, würde ich schon längst nicht mehr auf der Welt sein. Irina, mein liebes, gutes Kind, ich habe Sie gekannt von Ihrer Geburt an. Ich habe sie auf den Armen getragen. Ich habe ihre verstorbene Mama sehr gern gehabt. Ja, aber warum denn solche kostbaren Geschenke? Aber kostbare Geschenke, dieser Kram. Gehen Sie mir doch weg. Und der Alte schneuzt sich vernehmlich in sein Taschentuch. Als Mascha abermals gehen will, meldet der Leutnant Tusenbach. Oberstleutnant Verschinin. Habe die Ehre, meine Damen. Bin in der Tat sehr erfreut, dass ich Ihnen endlich meine Aufwartung machen kann. Was aus Ihnen geworden ist, ei. Nehmen Sie Platz. Es ist uns sehr angenehm. Wie ich mich freue. Ihre Gesichter waren mir nicht mehr gegenwärtig, aber dass Ihr Vater, Oberst Prozorow, 3 kleine Töchter hatte, das schwebte mir ganz deutlich vor. Der Herr Oberstleutnant ist aus Moskau hierher gekommen. Aus Moskau? Sie kommen aus Moskau? Ganz recht, aus Moskau. Ihr verstorbener Vater war dort Batteriechef und ich war Offizier in derselben Brigade. Nein, wie die Zeit vergeht, die 3 Schwestern. Ihres Gesichtes kann ich mich, glaube ich, dunkel entsinnen. So? Und Sie müssen Olga sein, ja. Die Älteste, und Sie Irina, die Jüngste. Denkt ihr nur, Olga, Oberstleutnant Verschinin ist aus Moskau. Oh, Sie sind geborene Moskauer? Ich habe in Moskau die Schule besucht, bin dort Soldat geworden und habe lange Jahre dort gedient. Jetzt habe ich hier eine Batterie bekommen. Dass Sie aus Moskau sind, das ist wirklich eine angenehme Überraschung für uns. Ja, wir sind nämlich auf dem Sprunge, wieder dahin zu ziehen. Zum Herbst hoffen wir schon dort zu sein. Es ist ja unsere Heimatstadt, wir sind dort geboren, in der Staraja Basmanaja Straße. Beide Mädchen lachen vor Freude. Mascha hat den Oberstleutnant nachdenklich angesehen. Ganz unerwartet sehen wir also einen Landsmann wieder. Jetzt erinnere ich mich. Weißt du noch, Olga, bei uns sagten sie immer, der verliebte Major. Sie waren damals Leutnant und in irgendjemand verliebt. Und man nannte sie aus Scherz den verliebten Major. Ja, ganz recht. Der verliebte Major, das stimmt ganz genau. Sie hatten damals nur einen Schnurrbart. Oh, wie alt sie geworden sind. Wie alt sind sie geworden? Ja, damals, als man mich den verliebten Major nannte, war ich noch jung und wirklich sehr verliebt. Jetzt ist damit vorbei. Aber Sie haben noch kein einziges graues Haar.
Sie sind gealtert, aber nicht alt. Nun, ich bin doch schon im 43. Sind Sie schon lange aus Moskau fort? 11 Jahre. Aber warum weinst du denn, Mascha? Was ist dir denn? Jetzt fange ich auch schon zu weinen an. Nichts ist mir. In welcher Straße haben Sie dort gewohnt? In der Staraja Basmanaya. Oh, und wir auch. Und eine Zeit lang wohnte ich in der Deutschen Straße. Das liegt nicht weit ab. Olga hat sich jetzt in Maschas Arm gehängt. Ach, jetzt besinne ich mich ganz genau auf sie, ganz deutlich. Ich habe ihre Mutter gekannt. Eine schöne Frau war sie. Gott hab sie selig. Der Militärarzt mischt sich nur zu gern wieder ins Gespräch, während der Leutnant Tusenbach zum Klavier zurückgekehrt ist. Und sie verlieren sich in Erinnerungen an die vergangenen Jahre. An die Jahre in Moskau. Mama ist in Moskau begraben. Auf dem neuen Marienfriedhof. Stellt euch vor, ich fange schon an, ihr Gesicht zu vergessen. Mutters Gesicht. So wird es auch uns einmal ergehen. Man wird uns vergessen. Ja, man wird uns vergessen. Das ist unser Schicksal. Dagegen lässt sich nichts tun. Was uns jetzt wichtig und bedeutungsvoll vorkommt, wird mit der Zeit vergessen werden oder uns unwichtig erscheinen. Und dabei ist es interessant, dass wir jetzt gar nicht sagen können, was eigentlich später einmal als wichtig und bedeutungsvoll und was als unbedeutend und lächerlich gelten wird. Hat man nicht die Idee des Kopernikus oder die Pläne des Kolumbus zuerst unnütz und lächerlich gefunden, während irgendein läppischer Unsinn als Wahrheit galt? Und ebenso ist es möglich, dass unsere heutigen Zustände, mit denen wir so zufrieden sind, späteren Geschlechtern höchst seltsam, unvernünftig, unlauter, ja, vielleicht sogar sündhaft erscheinen werden. Wer kann es wissen? Vielleicht wird man unsere Zeit einmal eine große Zeit nennen. Der Anerkennung zollen. Wir haben keine Folter mehr, keine Todesstrafe, keine Einfälle wilder Völker. Allerdings haben wir trotz allem noch Elend genug. Zieb, zieb, zieb. Der Stabshauptmann schaut süffisant aus seiner Zeitung auf. Unser Baron macht sich nichts aus Grütze. Der wird schon vom Philosophieren satt. Ich bitte Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Es wird auf die Dauer langweilig. Zieb, zieb, zieb. Es gibt so viele Leiden, unter denen die Menschen seufzen. Und doch heißt es, dass unsere gesellschaftlichen Zustände in sittlicher Beziehung entschieden fortgeschritten sind. Gewiss, gewiss, allerdings. Sie sagten eben, Baron, man werde unsere Zeit mal eine große Zeit nennen. Darum bleiben die Menschen aber doch klein. Sehen Sie, was für ein kleiner Kerl ich bin, zum Beispiel. Na, wenigstens habe ich jetzt einen Trost. Bin ich so klein, so ist meine Zeit doch groß. Das ist unser Bruder Andrei, der das spielt. Er hat studiert und wird jedenfalls Professor werden. Der Vater war Soldat, der Sohn hat die wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Es war Papas Wunsch. Wir haben ihn heute ein bisschen zu sehr geneckt. Ja. Er scheint nämlich ein klein wenig verliebt. In eine hiesige junge Dame. Sie wird heute sicher kommen. Sie kleidet sich ganz entsetzt. Oh ja. Als Moskauer werden Sie mich begreifen. Ich kann es nicht ansehen, wie Sie sich hier tragen. Nicht bloß geschmacklos und unmodern, nein. Geradezu kläglich kleiden Sie sich. Ach, diese sonderbaren, grellen, gelben Röcke mit den abgeschmackten Fransen dran. Und dazu die knallroten Jäckchen. Und die Backen so glatt abgeseift. Ja. So glänzend. André ist gar nicht verliebt. Doch, doch, doch. Nein, ich kann das nicht glauben. Er hat doch Geschmack. Er will uns nur ärgern. Nein, das macht... Er macht nur Spaß. Hörte übrigens gestern, dass Sie Herrn Protopopov heiraten. Was? Wen? Den Vorsitzenden des hiesigen Landschaftsamtes. Das wäre nett. Ja. André, komm doch her. Nur auf einen Augenblick, mein Lieber. Das Geigenspiel bricht ab. Mascha hat eine Seitentür geöffnet, aus der jetzt ein wenig linkisch ein hübscher, etwas dicklicher junger Mensch auftaucht. Mein Bruder André. Darjinin. Rosol. Auf Andrés Stirn stehen ein paar dicke Schweißtropfen. Sie sind als Batteriechef zu uns versetzt? Denkt ihr, der Oberstleutnant kommt aus Moskau? Ach, da gratuliere ich Ihnen. Meine lieben Schwestern werden Ihnen schön zusetzen. Ihre Schwestern sind meiner jetzt schon überdrüssig. Nur sehen Sie doch, was für einen hübschen Porträtrahmen mir André heute geschenkt hat. Er hat ihn selbst gemacht.
Der Oberstleutnant betrachtet aufmerksam den Rahmen, den Irina ihm mit schwesterlichem Stolz zeigt und weiß nicht recht. Ja, sehr nett. Ja. Reizend. André, so bleib doch da. Der junge Mann war auf dem besten Wege, unbemerkt zu seinem Geigenspiel zurückzukehren, aber Olga hält ihn auf. Immer hat er die Gewohnheit, wegzulaufen, wenn Gesellschaft da ist. Und Mascha und Irina haben ihn untergehakt und führen ihn lachend zurück. Komm. Lass mich bitte. Sei nicht komisch. Oberstleutnant Verginin wurde früher immer der verliebte Major genannt und er hat sich gar nicht darüber geärgert. Nicht im geringsten. Und dich will ich jetzt immer den verliebten Geiger nennen. Oder den verliebten Professor. Ja. Er ist verliebt, unser André ist verliebt. Ja, bravo, da capo. Andruscha ist verliebt. Ja, genug. Lasst mich bitte. Die Schweißtropfen auf seiner Stirn sind noch zahlreicher geworden. Er wischt sich jetzt mit einem großen Tuch über den Kopf und faltet es umständlich wieder zusammen. Ich bin nicht recht auf dem Posten. Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge zugetan. Bis 4 Uhr habe ich gelesen. Dann habe ich mich hingelegt. Aber es war nichts mehr mit dem Schlafen. Ich will nämlich jetzt im Sommer, solange ich hier bin, ein englisches Buch übersetzen. Lesen Sie Englisch? Ja. Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat uns gehörig mit Bildung malträtiert. Wir können alle Französisch, Deutsch und Englisch. Und Irina spricht sogar Italienisch. Un poco. Aber was für Mühe hat das gekostet. In diesem Nest hier ein überflüssiger Luxus. Oder nicht einmal ein Luxus. Einfach ein überflüssiges Anhängsel. Wie wenn man einen 6. Finger hätte. Wie können Sie das sagen? Kein Ort ist so langweilig und trostlos, als dass ein kluger und gebildeter Mensch darin nicht an seinem Platze wäre. Angenommen, es gibt unter den 100.000 Menschen dieser zweifellos sehr zurückgebliebenen Stadt nur 3 solche Menschen wie Sie. Selbstverständlich wird es Ihnen nicht gelingen, die dunklen Massen, die Sie umgeben, siegreich zum Licht emporzuführen. Sie werden im Laufe der Zeit Konzessionen machen müssen, werden sich unter der 100.000-köpfigen Menge verlieren. Und doch werden Sie nicht spurlos verschwinden, nicht ohne Einfluss bleiben. Es werden nach Ihnen mehr solche Leute kommen wie Sie, zuerst vielleicht 6, dann 12 und so fort, bis schließlich die Menschen ihres Schlages in der Mehrzahl sind. In 200-300 Jahren wird das Leben auf der Erde unvergleichlich schöner und herrlicher sein. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach einem solchen Leben. Und wenn es bisher noch nicht verwirklicht ist, dann soll er es wenigstens vorausahnen, soll es ersehnen, soll von ihm träumen und sich darauf vorbereiten. Und darum muss er mehr wissen und mehr sehen, als sein Großvater und sein Vater gesehen und gewusst haben. Sie beklagen sich darüber, dass Sie so viel Überflüssiges wissen. Während Verschinins philosophischem Exkurs ist es André doch gelungen, der Gesellschaft zu entkommen. Mascha nimmt jetzt ihren Hut wieder ab, erklärt sehr aufgeräumt, sie bleibe. Ich bleibe zum Frühstück. Das hätte man wahrhaftig alles aufschreiben sollen. Der Leutnant Baron Tusenbach aber lenkt zu seinem Lieblingsthema über. Nach so und so vielen Jahren, sagen Sie, wird das Leben auf der Erde schöner und herrlicher sein? Aber um jetzt daran teilzunehmen, sei es auch nur so aus der Ferne, muss man sich darauf vorbereiten. Man muss arbeiten. Zieb. In diesem Augenblick kommt Fjodor Ilitsch Guljigin, Maschas Gatte, herein, im Uniformfrack seiner Schule. Teure Schwägerin, ja? Gestatte mir, dass ich dir zu deinem Namenstag gratuliere und dir von Herzen Gesundheit wünsche und alles, was man sonst noch einem jungen Mädchen in deinen Jahren wünschen kann. Ja. Als Geschenk von mir dies Büchlein. Es ist die Geschichte unseres Gymnasiums während der letzten 50 Jahre. Von mir selbst verfasst. Oh. Ein unbedeutendes Büchlein, aus lauter Langeweile geschrieben. Aber lies trotzdem einmal darin. Ja, aber du hast es mir ja schon zu Ostern verehrt. Ja. Wirklich? In diesem Fall gib's mir doch zurück. Oder noch besser, übergib es dem Herrn Oberstleutnant. Kollegin, Lehrer am hiesigen Gymnasium, gehorsamster Diener. Der Genin sehr freut. Nehmen Sie das Werkchen. Bitte, Oberstleutnant. Danke. Vielleicht lesen Sie es gelegentlich einmal aus lauter Langeweile. Danke Ihnen bestens. Bin sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Doch, ich glaube... Sie wollen gehen? Nein. Oh, bitte bleiben Sie doch zum Frühstück. Ich bitte recht sehr. Es scheint, dass Sie einen Namenstag feiern. Entschuldigen Sie, dass ich nicht gratuliert habe, aber ich hatte keine Ahnung. Die Herrschaften, ich bitte zum Frühstück. Die Pastete wird aufgetragen. Meine liebe gute Mascha, heute Abend sind wir beim Direktor eingeladen. Pastete, das ist großartig.
Dann lese ich meine Zeitung später weiter. Ich gehe nicht. Dein Betragen ist heute wenig befriedigend, meine Liebe. Ihren Arm, liebste Mascha. Dass Sie nur heute nichts trinken, hören Sie? Es schadet Ihnen. Nein, nein, nein. Das gibt's bei mir nicht mehr. Seit 2 Jahren war ich nicht mehr beschwipst. Ja, nehmen Sie sich jedenfalls in Acht. Schon wieder soll ich mich bei dem Direktor langweilen, den ganzen Abend. Teufel mag das holen. Ich würde an Ihrer Stelle auch nicht hingehen. Gehen Sie nicht hin. Ja, das sagen Sie so. Ein verdammtes Leben. Einfach unerträglich. Die ganze Gesellschaft hat jetzt im Saal Platz genommen. Nur Irina und der Leutnant Tusenbach sind noch im Salon geblieben. Mascha ist heute in schlechter Stimmung. Ja. Sie hat mit 17 Jahren geheiratet und damals erschien ihr ihr Mann als der verständigste Mensch auf der Welt. Jetzt sieht sie sich enttäuscht. Ein guter Kerl ist er wohl, aber sein Verstand ist nicht weit her. Und Olga holt noch Andrei aus seinem Zimmer. So kommt doch endlich, das Frühstück beginnt. Ja, gleich. Und geht mit ihm durch den Salon nach dem Saal zu. Worüber denken Sie nach? Ich? Och, an Ihren Kameraden Solioni, dachte ich eben. Gefällt mir gar nicht. Ich fürchte mich vor ihm. Er redet lauter Unsinn. Er ist ein sonderbarer Mensch. Mir tut er leid, auch wenn ich mich über ihn ärgere. Wenn wir zu zweien sind, ist er sehr vernünftig und nett. In Gesellschaft aber benimmt er sich ungeschliffen, wie ein richtiger Raufbold. Ja, gehen Sie noch nicht. Sollen sich die anderen erst alle gesetzt haben. Lassen Sie mich hier bei Ihnen bleiben. Woran denken Sie? Sie sind 20 Jahre alt, ich noch nicht 30. Wie viele Jahre liegen noch vor uns? Welch eine lange, überlange Reihe von Tagen und alle erfüllt von meiner Liebe zu Ihnen. Ja, reden Sie mir nicht von Liebe, Baron. Mich beseelt ein Durst nach Leben, nach Kampf, nach Arbeit. Und dieses Gefühl ist in meiner Seele mit der Liebe zu Ihnen, Irina, verschmolzen. Zu Ihnen, die Sie so schön sind. So schön sind. Und schön. So schön erscheint mir auch das Leben. Sie sagen, das Leben erscheine Ihnen so schön? Ja, ja, wenn es einem nur so erscheint. Aber uns drei Schwestern hat es sich noch nicht von seiner schönsten Seite gezeigt. Es hat uns ersticken lassen. In wucherndem Unkraut. Sie fährt sich rasch mit der Hand übers Gesicht. Dann sagt sie lächelnd. Tränen? Sind überflüssig. Nur Arbeit. Arbeit tut Not. Wir sehen darum so missvergnügt, sehen nur darum das Leben so düster an, weil wir die Arbeit nicht kennen. Wir stammen von Menschen ab, die die Arbeit verachtet haben. Aber als er sich weiter erklären will, tritt Natalia Ivanovna ein, Andrejs heimlich Angebetete, in einem rosenfarbenen Kleid mit einem leuchtend grünen Gürtel. Rasch schaut sie in den Spiegel, entdeckt darin Irina, wendet sich ihr hastig zu. Ich habe mich verspätet, entschuldigen Sie. Liebe Irina, ich gratuliere Ihnen herzlich. Sie haben so viele Gäste, ich geniere mich fast. Guten Tag, Baron. Ah, da ist ja auch Natalia Ivanovna. Olga kommt wieder aus dem Saal. Natalia ist verlegen. Hilfesuchend hält sie nach Andrei Ausschau. Seien Sie willkommen, meine Liebe. Die beiden küssen sich. Irina und der Leutnant Tusenbach gehen langsam zu den übrigen an die festliche Tafel. Sie haben eine so große Gesellschaft. Es ist mir so peinlich. Oh, nicht doch. Es sind lauter gute Bekannte. Aber meine Liebe, Ihr grüner Gürtel zum rosa Kleid, der ist durchaus nicht schick, meine Liebe. Fällt er auf? Er ist ziemlich unmöglich. Wirklich? Aber er ist doch eigentlich gar nicht grün, eher oliv. Ja. Oh, André, das sind Sie ja. Finden Sie den Gürtel auch? Na, kommt dann zu Tisch. Meine Teure. Ich schäme mich so. Ich bitte Sie. Ich weiß nicht, wo ich bleiben soll vor Verlegenheit. Ich beschwöre Sie. Alle werden sich über mich lustig machen. Meine Teuerste, meine Schönste. Es sind alles herzensgute Leute. Sie haben uns beide sehr gern. Es ist so ungewohnt für mich, in Gesellschaft zu sein. Vertrauen Sie mir, meine Schöne, meine Teuerste. Kommen Sie her ans Fenster. Hier kann man uns vom Saal nicht sehen. Oh, man sieht uns nicht, man sieht uns nicht. Warum ich Sie so liebe, seit wann ich Sie so liebe, ich weiß es nicht. Meine Teure, meine Herrliche, werden Sie meine Frau. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie über alles. Und Andrei umschlingt sie mit seinen Armen. Wieder treten viele feine Schweißperlen auf seine Stirn. Er denkt nicht daran, sie abzuwischen. Wie ich nie jemanden geliebt habe. Innig umarmt stehen sie in der halbdunklen Fensternische. 2 Offiziere treten ein, die immer zu spät kommen. Sie bleiben beim Anblick des Paares verdutzt stehen. Andrei und Natascha? Also ist es doch wahr. Das Jahr ging hin über der kleinen Garnisonstadt. Die Zeit verstrich unmerklich fast im Hause der Prosorows.
Irina steht noch immer an manchem der lichthellen Abende am Fenster und seufzt. Wären wir doch in Moskau. Aber stattdessen muss sie den ganzen Tag auf dem Telegrafenamt Dienst tun. Olga ist fast ganz ins Schulhaus übergesiedelt und nur Mascha zieht das Haus der Schwestern ihrem eigenen vor. Andrei hat Natascha geheiratet und ist womöglich noch etwas schwerer geworden. Was gibt's denn, Natascha? Wie spät ist es? Ich wollte dich nicht beim Lesen stören. Ach, du ist es. Ich sehe nur nach, ob nicht irgendwo noch ein Licht brennt. Jetzt in der Maskenzeit ist die Dienerschaft ganz verdreht. Man muss in einem Fort aufpassen, dass nur ja nichts passiert. Wie spät es ist, hast du gesagt? Ein Viertel nach acht, du hörst nie zu. Übrigens, ich fürchte, dass unser Bobik ernsthaft krank ist. Gestern hatte er solche Hitze und heute ist er ganz kalt. Ich habe solche Angst. Beruhige dich, Natascha. Der Junge ist ganz gesund. Es wäre aber bestimmt besser, wenn die Gäste heute Abend nicht kommen. Ich weiß wirklich nicht. Sie sind doch eingeladen. Heute Morgen, als der kleine Kerl aufwachte, sieht er mich an und lacht auf einmal. Er muss mich erkannt haben. Bobik, sage ich. Guten Morgen, Liebling. Und er lacht immer zu. Kleine Kinder begreifen, oh, sehr gut begreifen sie. Ich will's also sagen, André, dass keine Gäste eingeladen werden sollen. Überlass das doch bitte den Schwestern. Sie sind die Herrinnen im Hause. Und um diese Zeit war bei uns immer ein Maskenabend. Ich will's Ihnen sagen, Sie werden schon einverstanden sein. Sie sind so gut. Zum Abendbrot habe ich Buttermilch besorgen lassen. Der Doktor meint, du müsstest recht viel Buttermilch trinken, sonst würdest du deine Fettleibigkeit nie loswerden. So, so. Wie du meinst. Resigniert, wie es seine Art ist, geht André in sein Arbeitszimmer, in dem Ferapont, das Faktotum vom Landschaftsamt, schon seit Stunden auf ihn wartet. Der Vorsteher schickt das Buch her und die Akten, euer Hochwohlgeboren. Ferapont in seinem alten zerdrückten Paletot mit hochgeschlagenem Kragen und einem Tuch um die Ohren, durch das er nun gar nichts mehr hört, legt ein dickes, staubiges Paket auf den Tisch. Warum bist du denn so spät gekommen? Was? Ach, nichts. Andrei blättert lustlos in dem obersten Aktendeckel, zieht dann einen anderen tiefer aus dem Stapel hervor. Sie mochten alle gleich langweilig sein. Halb verzweifelt, halb beschämt, schüttet er vor dem Alten, der auf die Unterschriften wartet, sein Herz aus. Ja, mein lieber Alter, so ändern sich die Dinge. So betrügt uns das Leben. Ich bin Sekretär beim Landschaftsamt. Bei demselben Landschaftsamt, dessen Vorsitzender Herr Protopopow ist, den Mascha nicht ausstehen kann. Was? Sekretär bin ich. Und höchstens kann ich Mitglied der Landschaftsverwaltung werden. Ich, der ich jede Nacht davon träume, dass ich Professor der Moskauer Universität, dass ich ein berühmter Gelehrter bin, auf den das Vaterland stolz ist. Kann wirklich nichts dazu sagen. Bin schwerhörig. Wenn du nicht schwerhörig wärst, würde ich wahrscheinlich gar nicht mit dir reden. Aber reden muss ich mit jemandem. Meine Frau versteht mich nicht. Und vor den Schwestern habe ich Angst, dass sie mich auslachen. Warst du einmal in Moskau? Was? Ob du mal in Moskau warst? Nein, Väterchen, nein. Gott hat mich nicht hingeführt. So, so. Nie in Moskau gewesen. Dann geh jetzt. Morgen früh kommst du wieder und holst die Akten. Und Andrei räkelt sich, nimmt zwei, drei Aktendeckel aus dem Paket und streckt sich auf dem Divan aus. Derweil wird es im Haus lebendig. Das Stubenmädchen zündet im Saal die Lichter an, als Mascha, wie immer in Begleitung von Verschinin, eintritt. Vielleicht ist es an anderen Orten nicht so. In unserer Stadt jedoch sind die anständigsten, vornehmsten und besterzogenen Leute die Militärs. Ich möchte trinken. Tee möchte ich trinken. Er wird bald serviert werden. Von meinem Mann gar nicht zu reden. An ihn habe ich mich gewöhnt. Aber unter den Zivilisten sind überhaupt so viele grobe, unerzogene Leute. Grobheit regt mich auf. Ich leide geradezu, wenn ich sehe, dass ein Mensch nicht feinfühlig ist. Wenn ich mich unter den Kollegen meines Mannes befinde, leide ich immer. Mir dagegen scheint, in dieser Stadt ist alles ganz gleich. Wenn man einen hiesigen, intelligenten Menschen hört, ob er Zivilist ist oder Militär, so hat er sich mit seiner Frau, mit seinem Gut, mit seinen Pferden zu Tode gequält. Sie sind heute ein wenig verstimmt. Kann sein, ich habe heute nicht zu Mittag gegessen, überhaupt seit der Frühe nichts zu mir genommen.
Meine Tochter ist ein bisschen krank und wenn meinen Mädchen etwas fehlt, dann werde ich stets unruhig. Dann quält mich das Gewissen, dass sie eine solche Mutter haben. Niemals spreche ich sonst über solche Dinge. Ist es nicht sonderbar, dass ich mich vor Ihnen ausklage? Geben Sie mir Ihre Hand. Sie sind eine wunderbare Frau. Herrlich. Wunderbar. Es ist so dunkel hier, aber ich sehe den Glanz Ihrer Augen. Mascha zieht schnell ihre Hand zurück und wechselt auf einen anderen Stuhl über. Hier ist heller. Der Oberstleutnant kommt ihr nach. Ich liebe Sie. Ich liebe Ihre Augen, die Grazie Ihrer Bewegungen, von denen ich träume, Sie herrliche, wunderbare Frau. Wenn Sie so zu mir sprechen, muss ich lächeln, obschon mir dabei so bang ist. Bitte reden Sie nicht mehr so. Und sie bedeckt ihr Gesicht mit den Händen. Oder meinetwegen tun Sie es. Es ist mir gleich. Alles ist mir gleich. In dem kommen Irina und Tusenbach. Jeden Abend, den Gott werden lässt, holt der Baron Tusenbach Irina vom Telegrafenamt ab. Ich werde jeden Abend zum Telegrafenamt kommen und sie nach Hause bringen. 10 Jahre, 20 Jahre, bis sie mich davonjagen. Das ist das Deutsche an mir, die Ausdauer und Hartnäckigkeit, mit der ich sie langweile. Jeden Abend. Ach, wie müde ich bin. Jeden Abend. Ich bin so müde. Wenn Sie von der Arbeit kommen, erscheinen Sie mir immer so kindlich jung. So unglücklich. Ich muss mir etwas anderes suchen. Das Telegrafenamt ist nichts für mich. Wofür ich so geschwärmt habe, gerade das finde ich dort nicht. Das ist eine Arbeit ohne Poesie, ohne tieferen Sinn. Herr, mein Gott. Jede Nacht träume ich von Moskau. Ich bin wie verrückt. Olga meint, dass wir vielleicht im Juni, aber bis dahin ist es noch Februar, März, April, Mai. Fast ein halbes Jahr. Ist es wahr, dass Ihr Bruder wieder spielt? Ja, mit dem Doktor. Er verliert aber immer. Ach, wenn er nur recht bald alles los würde. Vielleicht, dass wir dann endlich aus diesem Nest hier fortkommen. Irina steht auf, um sich zum Abendessen umzuziehen, ein wenig frisch zu machen. Vielleicht auch, um sich ein bisschen um den alten Doktor zu kümmern, den man im Nebenzimmer rumoren hört. Irina, mein Täubchen, kommen Sie doch her. Ich halt's ohne Sie nicht aus. Ach, ja. Da wird Tusenbach von Verschinin engagiert. Wenn man uns schon keinen Tee gibt, lassen Sie uns wenigstens philosophieren. Und sie verlieren sich in eines ihrer endlosen Gespräche. In 200, 300 Jahren... wird das Leben genau das geblieben sein, was es heute ist. Geheimnisvoll, mühselig und doch schön. Auch in 1000 Jahren wird der Mensch noch seufzen, ach, wie schwer ist es zu leben. Und er wird doch ebenso wie jetzt den Tod fürchten und verabscheuen. Was soll ich dazu sagen? Mir scheint, alles auf der Erde wird sich nach und nach verändern. Vielleicht in 1000 Jahren wird ein neues, glückliches Leben auf Erden beginnen. Wir werden an diesem Leben keinen Anteil haben, aber wir leben, arbeiten und leiden schon jetzt um dieses zukünftigen Lebens willen. Wir schaffen dieses Leben mit. Und darin allein liegt der Zweck unseres Daseins und, wenn Sie so wollen, unser Glück. Ich lese viel. Möglicherweise viel überflüssiges Zeug. Das aber, worauf es vor allem ankommt, glaube ich doch ganz fest und bestimmt zu wissen. Und das ist, es gibt kein Glück für uns. Es kann erst unseren Enkeln zuteil werden, oder meinetwegen erst den Enkeln meiner Enkel. Wir können nur arbeiten und arbeiten. Ich verstehe Sie nicht, Oberstleutnant. Wir sollen arbeiten, arbeiten und nicht einmal träumen vom Glück? Wenn ich nun aber glücklich bin? Das sind Sie nicht. Wir missverstehen uns. Wie soll ich es Ihnen klar machen, was ich meine? Wir leben doch sozusagen alle unser eigenes Leben. Und auch die Zukunft wird nur ihr eigenes Leben haben, das genauso sein wird wie das unsrige. Weder besser noch schlechter. Es ändert sich nicht. Es folgt seinen eigenen Gesetzen, die wir nie ergründen werden. Es liegt doch immer ein Sinn darin. Mascha, die leise hinzugetreten war und ein- oder zweimal still gelacht hatte während des Gesprächs, mischt sich jetzt ein. Es muss doch ein Sinn... Ein Sinn. Draußen fällt Schnee, was für einen Sinn soll darin liegen? Ich meine, der Mensch muss gläubig sein oder doch wenigstens nach einem Glauben suchen. Sonst ist sein Leben öde.
leben und nicht wissen, warum die Kraniche fliegen, warum Kinder geboren werden, warum die Sterne am Himmel stehen. Das ist trostlos. Man muss wissen, warum man lebt. Oder es ist eben alles dummes Zeug. Alles Widersinn. Es war ganz still geworden im Zimmer. Die beiden Herren waren stehen geblieben, während sie Mascha zuhörten. Nach einer kleinen Pause sagte der Oberstleutnant: Es ist traurig, dass die Jugend vergeht. Später am Abend gibt es dann doch noch den Tee. Der Doktor hatte sich eingefunden. Soljoni vom Regiment, desgleichen wie der Natascha. Verschinin aber bricht unauffällig auf. Entschuldigen Sie mich, Mascha, ich gehe ganz still fort. Was gibt's denn? Was haben Sie? Ach, immer dieselben Geschichten. Meine Frau hat sich wieder mal vergiftet. Ich muss nach Hause. Schrecklich unangenehm ist das alles. Er küsst ihr die Hand. Meine Teure. Hält sie noch. Meine herrliche, schön, ich gehe ganz leise hier durch. Und Natascha erzählt zum Sohn so vielten Male, wie Bobik sie am Morgen angelacht hat. Guten Morgen, Bobik, sage ich heute zu meinem kleinen Guten Morgen, Liebling. Sie erzählt es Soljoni, den Kindergeschichten am wenigsten interessieren. Und dann guckt er mich so merkwürdig an, lacht. Sie denken vielleicht, aus mir rede nur die Mutter. Ich sage Ihnen, es ist ein ganz ungewöhnliches Kind. Wenn's mein Kind wäre, würde ich es in der Pfanne braten und verspeisen. Er geht mit seinem vollen Wodka-Glas ins Gastzimmer, setzt sich in die dunkelste Ecke. Was für ein roher, ungezogener Mensch. Später nimmt sich der Baron Tusenbach die Karaffe mit dem Cognac und geht zu Soljoni hinüber. Sie sitzen immer allein und niemand weiß, was Sie vor sich hinbrüten. Kommen Sie, wir wollen uns wieder vertragen. Ich bin doch gar nicht böse auf Sie. Ich habe immer das Gefühl, als ob Sie etwas gegen mich hätten. Ich bin oft böse auf Sie, weil Sie immer Streit mit mir suchen, wenn wir in Gesellschaft sind. Ach, in Gesellschaft bin ich immer gleich schüchtern und niedergeschlagen. Und dann rede ich allerhand Unsinn. Und doch sind Sie mir aus irgendeinem Grunde sehr sympathisch. Ach, hol's der Teufel, ich will mich heute betrinken. Prosit. Prosit. Ich habe nie etwas gegen Sie gehabt, Baron. Aber ich habe leider den Charakter Lermontovs. Ich sehe ihm sogar etwas ähnlich, wie man sagt. Prosit. Prosit. Ich habe übrigens meinen Abschied eingereicht. 5 Jahre lang habe ich es mir überlegt und endlich habe ich mich entschlossen. Ich will arbeiten, basta. Nach dem Tee, Tusenbach hatte sich schon ans Klavier gesetzt, man hatte zu tanzen begonnen, löst sich die Gesellschaft plötzlich auf. Wer hatte das Zeichen gegeben? Wer hatte etwas gesagt? Was? Was ist denn los? Warum geht ihr denn alle? Irina hatte niemand etwas gesagt. Erlaubt mal. Und die Gäste? Das ist das Maskenfest? Ja. Nein, die Masken dürfen heute nicht. Nämlich, meine liebe Natascha meint, Bobik sei nicht ganz wohl. Im Übrigen, ich weiß nichts weiter. Mir ist das absolut gleichgültig. Ach, Bobik ist heute nicht ganz wohl? Fauler Zauber, man wirft uns zur Tür hinaus. Nicht Bobik, sie selber ist nicht ganz da. Die Spießbürgerin. Also, meine Herren, kommen Sie. Wir können auf der Straße weiter plaudern. Man hört noch Adieu und auf Wiedersehen von der Straße, die Schritte verschluckt der Schnee. Tusenbachs trauriges Lachen kommt noch einmal auf. Dann wird es still. Das Stubenmädchen löscht die Lampe aus. Im Halbdunkel treffen sich André in Paletot und Hut und Djebutikin, der alte Doktor. Kommen Sie rasch. Ja, warum so eilig? Wir verlieren noch früh genug. Ich fürchte, meine Frau könnte uns in die Quere kommen. Ach so. Spiel mag ich heute nicht. Nur etwas zerstreuen muss ich mich. Doktor, was soll ich nur gegen meinen Asthma tun? Frag mich nicht, mein Lieber. Ich weiß es wirklich nicht. Hab's vergessen. Und sie huschen durch die Küche auf die Straße. Kein Mensch mehr da? Soljoni hat man vergessen in seiner Ecke. Der hat über dem Sohn so vielten Wodka gar nicht bemerkt, dass alle gegangen sind. Irina, die durch die leeren Räume geht, stöbert ihn auf. Tja, sie sind alle nach Hause gegangen. Merkwürdig. Sind Sie ganz allein hier? Ganz allein. Ich habe mich vorhin nicht gerade taktvoll benommen. Aber Sie sind nicht so wie die anderen. Sie erkennen die Wahrheit. Sie werden mich verstehen. Nur Sie können es. Sie allein. Ich liebe Sie. Liebe Sie leidenschaftlich. Aber gehen Sie. Gute Nacht. Gehen Sie. Oh, meine Seligkeit, ich kann ohne Sie nicht leben.
diese herrlichen, wunderbaren, berückenden Augen. Hören Sie auf und gehen Sie. Ich bitte Sie. Das erste Mal spreche ich zu Ihnen von Liebe. Und mir ist dabei zumute, als sei ich nicht auf der Erde, sondern auf einem anderen Planeten. Ich bitte Sie, gehen Sie. Naja, es ist mir alles gleich. Zur Liebe zwingen kann ich Sie nicht. Aber glückliche Nebenbuhler dulde ich nicht. Aber ich dulde sie nicht. Ich schwöre es Ihnen bei allen Heiligen. Jeden Nebenbuhler töte ich. Ja. Sie Herrliche. Soljoni wird jedoch gestört. Statt der erwarteten Masken hört man unter Schellengeläut einen Schlitten vor dem Hause vorfahren. Gleich darauf tritt Natascha in eifrigem Wortwechsel mit dem Stubenmädchen in den Salon. Protopopov? Nein, wie komisch. Protopopov wartet unten mit seiner Troika und will mit mir eine Spazierfahrt machen. Sag, ich käme gleich. Wie komisch doch diese Mannsleute sind. Ein Viertelstündchen Luft schnappen kann nicht schaden. Du bist wohl recht müde, Irina, meine Liebe. Leg dich nur bald zu Bett. Schläft Bobik? Ja, aber so unruhig. Ah, ich wollte schon immer etwas mit dir besprechen. Aber entweder warst du nicht da oder ich hatte keine Zeit. Das Zimmer, in dem Bobik jetzt schläft, scheint mir so kühl und feucht. Und dein Zimmer passt so schön zum Kinderzimmer. Meine liebe Gute, quartier dich doch vorläufig bei Olga ein. Was? Was soll ich? Du sollst vorläufig mit Olga in einem Zimmer wohnen und dein Zimmer soll Bobik bekommen. Er ist ja so lieb. Heute Morgen sage ich Guten Morgen, mein Liebling. Und er guckt mich so merkwürdig an und lacht. Und sie erzählt zum tausendsten Mal dieselbe Kindergeschichte. Da klingelt es draußen. Man hört Schritte. Es ist wohl Olga. Wie spät sie kommt. Also in einer halben Stunde bin ich wieder zurück. Sie wirft sich den Pelz über, huscht hinaus. Noch unbemerkt von Olga, dem Oberstleutnant und Kuljigin. Ja, aber es sollte doch Maskentanz sein heute Abend. Alle sind fort. Vor einer halben Stunde war ich doch noch hier. Da erwarteten Sie die Masken. Alle sind fort. Mascha ist auch fort? Wohin ist sie denn gegangen? Und warum wartet Protopopov unten mit seinem Schlitten? Wen erwartet er denn? Fragt nicht, ich bin müde. Ich bin auch ganz hin. Bis jetzt hat unsere Konferenz gedauert. Ich habe solche Kopfschmerzen. Also ich glaube, hier muss man sich wieder empfehlen. Mir ist es recht. Kommen Sie, Herr Lehrer, wir wollen noch irgendwo hinfahren. Es tut mir leid. Also nach Hause gehe ich jetzt um keinen Preis. Meine Frau hat sich um mein Haar vergiftet. Wieder einmal. Ich bin froh, dass es noch gut abgelaufen ist. Ach, kommen Sie doch mit irgendwo hin. Es ist mir schon zu spät. Was für Kopfschmerzen habe ich? Ich bin heute zu müde, Herr Oberstleutnant. Ist meine Frau nach Hause gegangen? Offenbar. Also, ja, gute Nacht. Ich hatte mich so auf den Abend gefreut, aber... Ufa latium hominum spem. Ein sogenannter Akkusativ des Ausrufs. Dann muss ich eben allein fahren. Gute Nacht. Gute Nacht. Kopf, mein Kopf, mein armer Kopf. Ich gehe zu Bett. Morgen brauche ich keinen Unterricht zu geben. Oh Gott, wie ist das schön. Gute Nacht, Irina. Ach, diese Kopfschmerzen. Gute Nacht. André hat wieder im Spiel verloren. Die ganze Stadt spricht davon. Na, ich gehe zu Bett. Oh, meine Kopfschmerzen. Natascha ist noch weggefahren? Alle sind fort. Kein Mensch ist da. Nach Moskau will ich. Nach Moskau. Nach Moskau. Zwei Jahre später, die Zeit verschluckt von einer gleichförmigen Gegenwart, zwei Jahre später brach eines Nachts in der Stadt Feuer aus. Die Sturmglocke läutete. Es hieß, ein ganzes Stadtviertel sei niedergebrannt. Obdachlos gewordene flüchteten sich zu den Verschonten. Niemand tat ein Auge zu in dieser Nacht. Im Hause der Prosorow sind alle Räume gestopft voll von Menschen, Bekannten und Fremden. Olga und Irina in ihrem gemeinsamen Zimmer, natürlich hatte sich Natascha längst durchgesetzt und nicht nur in dieser Hinsicht, die Schwestern sind schon die ganze Nacht auf den Beinen, kochen ein über das andere Mal Tee, schleppen überflüssigen Hausrat und alte Kleider zusammen. Gib alles hin, wir brauchen nichts. Die armen Verschinens müssen einen Heidenschreck bekommen haben. Komm, hier, trag's hinunter. Ihr Haus wäre mein Haar auch verbrannt. Die Kinder können wir im Gastzimmer unterbringen. Der Oberstleutnant soll beim Baron bleiben. Natascha kommt, sie ist zerzaust, eilt doch sogleich zum Spiegel und sie ist offensichtlich erregt. So viele Leute bei uns, wohin man geht, ist das Haus voll. Gott sei Dank, Bobik und Sophiechen schlafen, als wäre nichts geschehen. Hier sieht man nichts vom Feuer, hier ist es ruhig. Ja, Mascha schläft. Der Ernst ist ganz erschöpft.
Plötzlich wendet sie sich zu einer alten Kinderfrau, die ebenfalls erschöpft für einen Moment Platz genommen hat. Untersteh dich nicht, in meiner Gegenwart zu sitzen. Steh auf und scher dich weg. Warum du diese Alte noch immer da behältst, kann ich nicht verstehen. Verzeih, ich kann es auch nicht verstehen. Nicht den geringsten Nutzen. Wozu diese Verwöhnung? Ich will, dass in diesem Hause Ordnung herrscht. Du bist müde, Ernst. Unsere Direktrice ist müde. Werde nicht Direktrice sein. Du wirst gewählt werden, Olyuschka. Das steht fest. Ich werde es ablehnen. Es geht über meine Kraft. Du bist zu grob mit der Kinderfrau umgegangen. Verzeih, aber das kann ich einfach nicht ertragen. Mir wird's ganz dunkel vor den Augen. Ich wollte dich nicht kränken, Olyuschka. Versteh doch, Natascha. Wir sind vielleicht seltsam aufgezogen worden, aber ich ertrage so etwas einfach nicht. Verzeih, es ist schon richtig. Ich sage häufig zu viel. Doch gib zu, meine Liebste, sie könnte ja auch auf dem Dorf leben. Sie ist schon 30 Jahre bei uns. Aber sie kann jetzt nicht mehr arbeiten. Sie schläft nur und sitzt herum. Mag sie doch herumsitzen! Was heißt das? Sie ist doch eine Bediente. Ich kann dich nicht verstehen, Olga. Ich habe doch eine Kinderfrau, eine Amme und das die Zofe und die Köchin. Wozu eigentlich diese Alte? In dieser Nacht bin ich um 10 Jahre gealtert. Wir müssen miteinander ins Reine kommen, Olyuschka. Du bist im Gymnasium, ich bin im Hause. Und wenn ich etwas über die Bedienung sage, weiß ich, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Und dass mir morgen dieses alte Weibstück nicht mehr im Hause ist. Diese Hexe. Untersteht euch nicht, mich zu reizen. Wagt das lieber nicht. Ach, wenn du nicht endlich nach unten ziehst, werden wir uns ewig zanken. Damit eilt sie hinaus und stößt in der Tür beinahe mit Kuldigin zusammen. Wo ist Mascha? Das Feuer ist nach, heißt es. Es ist Zeit, dass wir nach Hause gehen. Ich bin so müde, meine liebe Olga. Ich halte mich auch kaum noch auf den Beinen. Ich denke manchmal, wenn Mascha nicht meine Frau wäre, dann würde ich dich heiraten. Olga, Oljetschka, du bist ein Prachtmädchen. Ein Prachtmädchen. Wer ist denn da nebenan? Ach, der Doktor. Hat einen mächtigen Rausch. 2 Jahre lang hat er sich gehalten und gerade heute muss er sich wieder betrinken. Der Doktor rumort und versucht immer wieder, sich die Hände zu waschen. Teufel soll schulen. Dabei hält er in einem Fort Selbstgespräche. Vorige Woche habe ich drüben auf dem Eisenwerk eine Frau behandelt. Natürlich ist sie gestorben. Und natürlich bin ich schuld daran. Vor 25 Jahren hatte ich noch eine Ahnung von meinem Beruf. Aber jetzt nicht einen Schimmer mehr. Nicht einen blassen Schimmer. Wer weiß, vielleicht bin ich überhaupt gar kein Mensch. Sondern tu nur so, als ob ich Kopf und Arme und Beine hätte. Vielleicht existiere ich gar nicht. Oh, wenn ich nur nicht existierte. Er fängt sogar zu weinen an und lässt die Versuche, sich die Hände zu waschen, sein. Kommen Sie, Oberstleutnant. Hier können Sie bleiben. Hätten die Soldaten nicht zugegriffen, dann wäre die ganze Stadt abgebrannt. Brave Kerls. Nein, was für brave Kerls, meine Soldaten. Ja, ein goldener Menschenschlag. Aber wie ich aussehe, ganz schmutzig habe ich mich gemacht bei dem Feuer. Kommen Sie nur, Baron, für Sie ist hier auch noch Platz. Von allen Seiten werde ich schon bestürmt. Ich solle ein Wohltätigkeitskonzert veranstalten. Man könnte das arrangieren. Mascha spielt wunderbar Klavier. Nur hat sie seit 4 Jahren nicht mehr gespielt. Sie hat es schon vergessen. Bestimmt nicht. Aber in dieser Stadt versteht kein Mensch etwas von Musik. Niemand versteht einen hier. Gestern hörte ich munkeln, dass unsere Brigade versetzt werden soll. Sehr weit fort. Die einen sagen nach Polen, die anderen nach Ostsibirien. Dann wird's hier vollends öde werden. Und wir werden endlich von hier fortziehen. Wie seltsam das doch alles ist. Als das Feuer ausbrach, lief ich so rasch als möglich nach Hause. Ich komme und sehe, unser Haus ist heil und außer jeder Gefahr. Aber meine Töchter stehen in Nachthemden an der Türschwelle. Die Mutter ist nicht zu Hause, die Dienstboten rennen hin und her, die Pferde und Hunde sind losgelassen und die Gesichter der armen Mädchen. Das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich diese Gesichter sah. Mein Gott, dachte ich, was werden diese armen Kinder in ihrem langen Leben noch durchzumachen haben? Und dann ging mir durch den Kopf,
Wie oft wohl solche Szenen vor vielen, vielen Jahren passiert sein mögen, wenn der Feind unerwartet ins Land einfiel und senkte und plünderte. Und da fiel mir so recht der Unterschied auf zwischen einst und jetzt. Und wenn nun noch eine Spanne Zeit vergeht, sagen wir 200, 300 Jahre, dann wird man auf unsere heutigen Zustände mit dem gleichen Gefühl des Schauderns und mit spöttischem Lächeln zurückblicken. Und alles, was uns heute vollendet scheint, wird man dann für plump und unbeholfen, für unpraktisch und absonderlich halten. Oh, was für ein herrliches Leben wird das dann sein. Was für ein Leben. Entschuldigen Sie nur, ich bin wieder ins Philosophieren geraten. Aber machen Sie sich doch einmal klar. Jetzt gibt es in der ganzen Stadt nur 3 solche Menschen, wie Sie sind. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird es weit mehr solcher Menschen geben. Immer mehr und mehr. Alle werden so leben wie Sie. Und schließlich wird auch Ihre Art als veraltet gelten. Und es werden Menschen geboren werden, die noch höher stehen als Sie. Also heute bin ich wirklich in ganz besonderer Stimmung. Möchte mal so recht über die Stränge hauen. Tada, tadidada, tadidada. Ein jeder kennt die Liebe auf Erden. Das ist Mascha, aufgewacht durch Verschinins Gesang. Und der Stabshauptmann Soljoni, angelockt von dem Lachen, kommt aus dem Saal herüber. Nein, nein, Soljoni, hier dürfen Sie nicht herein. Und warum der Baron, wenn ich nicht? Ein jeder kennt die Liebe auf Erden. Ich hätte Lust, den Fall zu notieren, aber es könnte die Gänse reizen. Zieb, zieb, kommen zieb. Kommen Sie, Soljoni, kommen Sie. Dieser Soljoni alles voll qualmt. Unausstehlich. Sie sind so blass. So schön. So bezaubernd. Ihre Blässe scheint das Dunkel zu erhellen wie das Licht. Sie sind traurig. Sie sind unzufrieden mit dem Leben. Kommen Sie mit mir. Lassen Sie uns gemeinsam arbeiten. Die Ziegeleien? Nein, ich fantasiere nicht, so müde ich bin. Ich werde in der Ziegelei Arbeit suchen. Baron, gehen Sie jetzt lieber auf. Ach, Mascha, ich hatte Sie gar nicht gesehen. Entschuldigen Sie. Leben Sie wohl, Irina. Ich gehe. Ach, Irina, wie ganz anders Sie früher waren. Damals an ihrem Namenstag, so frisch, so froh waren sie, so energisch und heiter sprachen sie von den Freuden der Arbeit. Legen Sie sich zur Ruhe. Es wird bereits hell. Tränen in ihren schönen Augen? Könnte ich doch mein Leben für sie opfern? Baron, gehen Sie jetzt. Gehen Sie. Ich gehe schon. Und er geht wirklich, denn Irina, die Angebetete, bleibt stumm. Nur Mascha und sie sind noch im Zimmer. Und Maschas Mann, der auf dem Sofa eingeschlafen ist. Schläfst du, Fjodor? Meine liebe Mascha. Meine teure Mascha. Wir sollten lieber nach Hause gehen. Na, ich gehe gleich. Lass sie ausruhen, Fjodor. Sie ist so erschöpft. Meine Frau ist ein schönes, prächtiges... Ich liebe dich, du meine Einzige. Amo, ama, sama, damamus, amatis, am. Ist wirklich entzückend. Ich bin zufrieden, zufrieden. Ja, mir ist zuwider, zuwider, zuwider. Die Geschichte mit André will mir nicht aus dem Sinn. Empörend. Verpfändet der Junge unser Haus an die Bank und seine Frau nimmt das Geld einfach an sich. Das Haus gehört doch uns 4 Geschwistern. Reg dich nicht auf, Mascha. Was soll dir das Haus? André hat eben Schulden. Als anständiger Mensch hätte er... Wir brauchen darum keine Not zu leiden. Ich gebe meinen Unterricht und dazu noch Privatstunden. Omnia mea me comporto, wie man sagt. Aber die Ungerechtigkeit empört mich. Geh jetzt, Fjodor. Ich möchte jetzt das Sofa. Du bist müde. Ich gehe. Ruh dich ein halbes Stündchen aus, ich hole dich dann ab. Ich bin zufrieden. Zufrieden, zufrieden. Ach. Mit unserem André ist wirklich nichts mehr los. Er ist so fad geworden neben dieser Natascha. Früher wollte er Professor werden. Und gestern prahlte er damit, dass er endlich zum Mitglied der Landschaftsverwaltung gewählt sei. Er Mitglied dieser Verwaltung und Protopopov ist ja Vorsitzender. Die ganze Stadt zischelt und lacht. Nur er allein. Er allein weiß von nichts und sieht nichts. Oh, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Irina weint
und verbirgt auch ihre Tränen vor Olga nicht, die todmüde zurückkehrt. Ich kann das nicht länger ertragen. Werft mich hinaus. Werft mich hinaus. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich kann einfach nicht mehr. Was ist denn mit dir, meine Liebe? Wohin, wohin ist alles entschwunden? Wo ist es nur? Oh mein Gott, ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht mehr, was Fenster oder Zimmerdecke auf Italienisch heißt. Jeden Tag vergesse ich etwas mehr. Das Leben entschwindet und kehrt niemals wieder. Niemals, niemals werden wir nach Moskau kommen. Niemals. Beruhige dich doch, Irina. Liebste Irina. Ich kann nicht arbeiten. Ich werde nie arbeiten. Ich war Telegrafist. Jetzt bin ich in der städtischen Verwaltung. Und ich hasse, ich verachte alles, was man mir zu tun gibt. Ich bin schon 24 Jahre. Was habe ich erreicht? Mein Gehirn ist wie ausgetrocknet. Ich bin abgemagert, verdummt, gealtert. Zeit entflieht so rasch. Und vom wahren, wirklich schönen Leben entferne ich mich immer mehr. Als ob ich in einen Abgrund versinke. Dass ich noch lebe. Dass ich nicht schon Selbstmord begangen habe. Ist mir unbegreiflich. Weine nicht, Irina. Du machst mir das Herz so schwer. Ja. Ich will auch nicht mehr weinen. Ich weine wirklich nicht mehr. Genug. Als Schwester sage ich dir es, wenn du meinen Rat willst. Heirate den Baron. Er ist doch ein Mann, den du achten kannst. Er ist nicht hübsch, aber er ist ordentlich und hält auf sich. Man heiratet doch nicht aus Liebe, sondern um seine Pflicht zu erfüllen. Ich wenigstens denke so. Ich würde auch ohne Liebe heiraten. Jeden, der mich haben will, würde ich nehmen, wenn es ein ordentlicher Mensch ist. Ich dachte immer, wenn wir nach Moskau ziehen, dann würde ich den mir vom Schicksal Bestimmten finden. Das waren Träume, Hirngespinst. Meine Liebe, meine schöne Schwester. Ich kann alles verstehen. Als Baron Tusenbach damals den Dienst quittierte und das erste Mal in Zivil zu uns kam, erschien er mir so hässlich, dass ich sogar weinte. Er fragte mich, warum weinen Sie? Was sollte ich ihm sagen? Wenn es aber Gott so fügte, dass er dich heiratet, dann wäre ich glücklich. Das ist etwas anderes. Etwas ganz anderes. Wie eine Nachtwandlerin, aber sehr hellhörig, geht eben Natascha durchs Zimmer. Eine brennende Kerze in der Hand. Mit neugierigen Augen. Keine der Schwestern spricht sie an. Ist ja mal eher schlecht, als ob sie das Haus anzünden wollte. Mascha, wie dumm du bist. Verzeih, aber in unserer ganzen Familie bist du die Allerdümmste. Soll ich euch etwas beichten, Schwestern? Euch will ich's beichten. Es ist mein Geheimnis, aber ihr sollt alles wissen. Kann's nicht verschweigen. Ich liebe diesen Menschen. Ich liebe Virginie. Schweig, ich will es nicht hören. Na, was soll ich dagegen tun? Es ist mein Schicksal, mein Verhängnis. Und er liebt mich wieder, er liebt mich wieder. Es ist Unrecht, nicht wahr? Oh, meine Lieben, wie wird es uns noch ergehen im Leben? Was wird aus uns noch werden? Von draußen hört man den Oberstleutnant singen. Und sogleich singt Mascha sein Echo. Ein jeder kennt die Liebe auf Erden. Leb wohl, Olga. Gute Nacht, Irina. Von jetzt an werde ich schweigen, schweigen, schweigen. Als sie sich zum Gehen wendet, erscheint Andrei in der Tür. Man hatte ihn die ganze Nacht hindurch nicht gesehen. Er war in seinem Zimmer geblieben und hatte Geige gespielt. Welch ein riesiger Brand. Endlich lässt er nach. Du bist hier, Mascha. Und Olga, du auch. Und Irina, ausgezeichnet. So können wir uns aussprechen. Ein für allemal. Was habt ihr eigentlich gegen mich?
Lass es, Andruscha. Wir können später miteinander reden. Jetzt ist es wirklich Zeit zu schlafen. Ja, Olga hat recht. Geh doch schlafen. Alle sind müde. Morgen könnt ihr euch aussprechen. Jawohl, André. Aber gerade in dieser Nacht will er seine lange Rede an die Schwestern loswerden, die er sich in seinem Arbeitszimmer überlegt hat. Nein, ich will es nur sagen und dann gehen. Erstens scheint es mir, habt ihr etwas gegen Natascha. Meine Frau ist ein braver, edler Charakter. Ich liebe meine Frau und achte sie, versteht ihr? Und ich verlange, dass auch andere sie achten. Was ihr an Natascha auszusetzen habt, sind alles, verzeiht mir das Wort, altjüngferliche Schrullen. Zweitens scheint ihr euch darüber zu ärgern, dass ich nicht Professor geworden bin. Aber ich diene der Landschaft und bin stolz darauf, wenn ihr es wissen wollt. Ich halte meinen Dienst für ebenso heilig und erhaben wie den an der Wissenschaft. Und drittens hätte ich noch zu erwähnen, ich habe das Haus verpfändet, ohne euch um Erlaubnis zu fragen. Hier bin ich im Unrecht und bitte euch um Verzeihung. Meine Schulden haben mich dazu. Jetzt spiele ich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Wenn ich nach einer Rechtfertigung suche, so ist es höchstens die, dass ich nicht, wie ihr Mädchen nach Vaters Tod, eine Pension bezog. Schweigend haben Olga und Irina zugehört, Irina zumeist hinter dem Bettschirm verborgen. Und André hat es sorgsam vermieden, die Blicke der Schwestern zu suchen. Gerade mit seinem letzten Satze kommt Kudigin. Wo ist Mascha? Ich wollte sie doch abholen. Wo ist Mascha? Das ist doch... Sie hören nicht. Natascha ist ein ausgezeichnetes, braves Weib. Als wir heirateten, dachte ich... Habt ihr Mascha nicht gesehen? Hoffte ich. Wo ist sie denn? Es würde zum Glück für uns sein. Für uns alle. Ist sie bestimmt nicht hier? Aber, mein Gott, meine lieben Schwestern, teure Schwestern. Wie merkwürdig. Glaub mir nicht, nein. Glaub mir nicht. Schluchzend wendet er sich ab, stößt fast mit Kollegin zusammen, der auch hinausdrängt mit seinem besorgten Gesicht. Was für eine Nacht. Olga, hast du gehört, die Brigade kommt fort von hier. Wird irgendwohin verlegt, ganz weit weg. Das sind wohl nur Gerüchte. Wir sind dann ganz verlassen. Und Olga? Ja? Meine liebe Olga, ich will ihn heiraten, den Baron. Ich bin einverstanden. Aber wir müssen nach Moskau ziehen. Ich flehe dich an. Lass uns hinziehen. Es gibt auf der ganzen Welt nichts Schöneres als Moskau. Lass uns hinziehen. Olga, lass uns doch hinziehen. Gehen Sie fort. Ja, da gehen Sie fort. Und ich gehe auch morgen. Ich bin der Letzte. Übers Jahr bekomme ich dann den Abschied. Dann ziehe ich aber wieder hierher zu Ihnen und bringe den Rest meiner Tage bei Ihnen zu. Iwan Romanowitsch, ich bin so in Unruhe. Sagen Sie mir doch, was ist vorgefallen gestern auf der Promenade? Sie waren doch da. Ich weiß nichts. Vorgefallen? Ach, du dummes Geschwätz. Na, Soljoni und der Baron sollen ein Rencontre gehabt. Hört sie auf. Gar nichts ist vorgefallen. Na, möglich wär's doch. Soljoni liebt Irina und ist auf den Baron eifersüchtig. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß nicht. Alles erschreckt mich heute. Ich habe schon alles vorbereitet. Nach dem Mittagessen schicke ich meine Sachen fort. Morgen lasse ich mich mit dem Baron trauen, dann fahren wir gleich nach der Ziegelbrennerei und übermorgen bin ich schon in meiner Schule.
ein neues Leben beginnt. Gott wird mir schon weiterhelfen. Wie ich mein Lehrerinnen-Examen ablegte, weinte ich vor Rührung und Freude. Gleich muss der Fuhrmann kommen nach meinen Sachen. So, so. Nichts weiter als Ideen und wenig Ernst dahinter. Im Übrigen wünsche ich dir von Herzen Glück. Mein liebes, herziges Kind, meine Goldene. Ich bin weit hinter dir zurückgeblieben. Wie ein Kranich, der alt geworden ist und nicht mehr fliegen kann. Aber fliegt nur, meine Lieben, fliegt mit Gott. Ja. Ich habe mich beschieden. Wenn es einmal nicht sein soll mit Moskau, gut, dann ergebe ich mich drein. Er ist ein guter Mensch. Irina und ihr Schwager begeben sich ins Haus. Der alte Doktor aber bleibt noch draußen im Mittagslicht des herbstlichen Gartens. Da kommt André die Tannenallee herunter, den Kinderwagen vor sich herschiebend. Es wird still werden in der Stadt, als hätte ihr jemand eine Schlafmütze aufgesetzt. Vielleicht komme ich in einem Jahr wieder. Gestern soll irgendetwas passiert sein, auf der Promenade. Alle erzählen es, nur ich weiß nichts. Ach, ist auch nichts weiter. Dummheiten. Soljoni reizt den Baron. Der wurde wütend. Und schließlich forderte Soljoni ihn. Um 12:30 geht's los, drüben im Wäldchen. Piff, paff. Soljoni meint, er sei Lermontov und schreibt sogar Gedichte. Aber Spaß beiseite, das ist schon sein drittes Duell. Von wem reden Sie da, Doktorchen? Mit einem Mal steht Mascha bei der Gruppe, ganz aufgelöst vor Hitze. Von Soljoni. Und der Baron? Was der Baron? Mir ist ganz wirr im Kopf. Man sollte es doch zu verhindern suchen. Vielleicht könnte er den Baron verwunden oder gar töten. Ein Baron mehr oder weniger, was kommt's darauf an? Nach meiner Ansicht ist es einfach unsittlich, an einem Duell teilzunehmen. Und sei es auch nur als Arzt. Das scheint nur so. Wir existieren ja gar nicht. Es existiert überhaupt nichts auf der Welt. Es scheint nur so, dass wir da sind. Reden Sie nur mit Reden. Nichts als Klatsch und Klatsch in diesem Nest hier. Es kann einem wirklich das Leben verleiden. Rufen Sie mich, wenn Virginien kommt. Da fliegen schon die Zugvögel. Schwäne oder Wildgänse. Meine Lieben. Meine Glücklichen. Und damit rennt sie die Tannenallee hinunter, aus der sie eben unbemerkt gekommen war. Das Haus wird bald ganz leer sein. Die Offiziere fort. Olga wohnt nur noch im Schulhaus, seit sie Direktrice geworden ist. Jetzt geht Irina noch fort. Dann bin ich ganz allein. Und deine Frau? Meine Frau ist meine Frau. Sie ist brav und aber so kleinlich und ruppig. Ich liebe Natascha, gewiss, aber manchmal erscheint sie mir so boshaft, so gemein, dass ich es nicht verstehen kann. Ach, sie ist kein Mensch. Bruder, ich fahre morgen. Wir sehen uns vielleicht nie mehr wieder. Da will ich dir einen Rat geben. Setz deinen Hut auf. Nimm den Stock in die Hand. Und mach dich aus dem Staube und geh fort, geh, ohne zurückzuschauen. Und je weiter du gehst, umso besser. Irina und Tusenbach treten aus dem Haus. Wie heiter Irina wieder lachen kann. Sie schaut jetzt Kuldigin nach, der wieder einmal Mascha in der Allee nachlief. Sieh nur, wie er läuft, wie eilig er es hat. Ich glaube, das ist der einzige Mensch in der Stadt, der sich freut, dass die Garnison abmarschiert. Ja, das lässt sich begreifen. Unsere Stadt wird jetzt ganz veröden. Ich muss jetzt einen Augenblick fort, meine Liebe. Ich bin aber bald zurück. Wohin willst du denn? Ich muss in die Stadt, den Kameraden das Geleit geben. Das ist nicht wahr. Was hast du? Was ist gestern wirklich passiert? In einer Stunde bin ich zurück bei dir. Du, meine Schöne. Nicht satt sehen kann ich mich an dir. Mehr als 5 Jahre liebe ich dich
Und noch immer ist es mir so ungewohnt. Und immer schöner erscheinst du mir. Ich bringe dich morgen fort von hier. Wir werden arbeiten, werden so reich sein. Meine Träume werden sich verwirklichen. Du wirst glücklich sein. Nur das eine. Das eine. Du liebst mich nicht. Das liegt nicht in meiner Macht. Ich werde deine Frau sein, werde dir treu sein und gehorsam. Aber Liebe. Liebe ist nicht da. Was soll ich dagegen tun? Ich habe nie in meinem Leben geliebt. Oh. Ich habe geträumt von Liebe. Schon lange, lange. Tag und Nacht. Aber meine Seele ist ein teures Piano, das verschlossen ist. Und man hat den Schlüssel verloren. Warum bist du so unruhig? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es gibt in meinem Leben nichts, das mich beunruhigt. Nur dieser verlorene Schlüssel raubt mir den Schlaf. Sag mir doch irgendetwas. Irgendetwas. Was? Was soll ich dir sagen? Was? Irgendetwas. Lass gut sein, lass gut sein. Denk dir, ich sehe wie zum ersten Mal in meinem Leben diese Allee von Tannen. Was für Bäume, wie schön muss das Leben in ihrer Nähe sein. Ich muss gehen, es ist Zeit. Dort, der Baum ist vertrocknet, aber er schwankt immer noch im Winde, gemeinsam mit den anderen. So werde auch ich, wenn ich sterbe, auf die eine oder andere Weise am Leben teilnehmen. Leb wohl, meine Liebe. Ich will mit dir gehen. Nein, nein. Rasch geht er davon. Bleibt plötzlich in der Allee stehen. Irina. Was? Er weiß nicht, was er sagen soll. Ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken. Lass mir doch welchen kochen. Gut. Und er jagt die Allee hinab. An ihrem Ende schimmert jetzt der Fluss im Mittagslicht. Da taucht neben Irina plötzlich ein Schatten auf. Der Oberstleutnant in voller Uniform. Wir marschieren gleich. Es ist höchste Zeit. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Wo ist Marsha? Sie ist irgendwo im Garten. Ich gehe sie suchen. Bitte. Marsha! Marschenka! Der Oberstleutnant wendet sich zu Olga, die auf die Terrasse tritt. Älter geworden in ihrem Schulvorsteherkleid. Alles hat sein Ende. Ich hatte mich hier recht eingewöhnt. Werden wir uns wiedersehen? Ich glaube kaum. Meine Frau und die beiden Mädchen bleiben noch 2 Monate hier. Haben Sie die Güte, wenn etwas passiert, wenn etwas... Ja, ja, natürlich. Sie können ganz beruhigt sein. Von morgen ab ist nicht ein Soldat mehr in der Stadt. Alles wird nur noch Erinnerung sein. Für uns beginnt ein neues Leben. Mit Moskau wird es wohl kaum noch etwas werden. Ich danke Ihnen für alles. Verzeihen Sie mir, wenn irgendetwas nicht so war. Warum nur Mascha nicht kommt? Was soll ich Ihnen noch sagen zum Abschied? Worüber könnte ich noch philosophieren? Das Leben ist schwer. Früher war die Menschheit beständig in blutige Kämpfe verwickelt. Jetzt hat sich das alles überlebt. Und nichts als eine ungeheure, gähnende Leere ist davon geblieben, die vorläufig noch mit nichts ausgefüllt ist. Aber die Menschheit sucht eifrig nach etwas. Und sie wird sicher noch etwas finden. Jetzt ist es aber höchste Zeit. Da kommt sie. Aus dem Garten stürzt Mascha außer Atem, hält inne, als sie Verschinen erblickt. Dann geht sie langsam auf ihn zu. Ich kam, um Abschied zu nehmen. Und sieht ihm ins Gesicht. Leb wohl. Und küsst ihn. Leb wohl. Leb wohl. Lange. Lange. Genug. Genug. Schreib mir. Vergiss mich nicht. Ich muss fort. Olga Sergejewna, nehmen Sie sich Ihre an.
Noch einmal umarmt er Mascha, dann eilt er rasch davon. Mascha lehnt am Pfosten der Terrasse, sieht ihn nicht vor Tränen, hört Olgas Zureden nicht vor Tränen, sieht ihren Mann nicht kommen unter ihren Tränen. Lass sie ruhig weinen. Eine schöne Mascha, eine gute Mascha. Du bist meine Gattin und ich bin glücklich. Ich klage dich nicht an, mache dir keine Vorwürfe. Wir wollen leben wie früher. Ein Eichbaum steht am Meeresstrand. Ein goldenes Kettlein hängt daran. Ich werde verrückt. Am Meeresstrand ein goldenes Kettlein. Sie weint nicht mehr. Sie ist gut. Ein Eichbaum steht. Bin ganz wirr. Ein verfehltes Leben. Jetzt habe ich keine Wünsche mehr. Schweigen. Beruhige dich, Mascha. Komm, wir gehen ins Zimmer. Lass mich. Nie mehr betrete ich dieses Haus. Nie mehr. Also bleiben sie draußen im Garten. Irina kommt hinzu und auch Natascha, die bereits über ihr Zimmer verfügt hat. Irina, morgen also fährst du ab. Wirklich sehr schade. Denkst wohl, es wird mir leicht, mich von dir zu trennen? Aber in deinem Zimmer bringen wir André und der kann auf seiner Geige sägen, so viel er will. Morgen bin ich dann allein. Ich lasse vor allem die Tannen alle abhauen, da muss Rasen hin und Blumen. Warum liegt denn wieder diese Gabel auf der Bank herum? Warum? Oh, diese Dienstboten. Und mit Schelten und Schimpfen verschwindet sie wieder im Haus. Das Mittagslicht neigt sich. Die drei Schwestern stehen zusammen, beinahe wie damals vor Jahren zu Irinas Namenstag. Nur dass Mascha nicht liest und Olga nicht Schulhefte korrigiert. Alle drei sehen hinunter in den Garten, sehen die alte Tannenallee hinunter, aus der jetzt der Doktor heraufkommt und Olga beiseite winkt. Olga Sergejewna. Was gibt's? Nichts. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen sagen soll. Nein. Nein, Doktor. Was ist denn passiert? Was ist? Sagt rasch. Was ist geschehen? Doktor! Olga! Um Gottes Willen. Irina hat schon begriffen. Der Baron ist im Duell getötet worden. Ich wusste es. Ich wusste es. Die drei Schwestern stehen beieinander, eng umschlungen. Hört die Musik. Sie verlassen uns. Der eine hat uns für immer verlassen. Auf Nimmerwiedersehen. Wir sind allein zurückgeblieben, um unser Leben von Neuem zu beginnen. Wir müssen leben. Leben. Es wird eine Zeit kommen, da alle klar sehen werden, da es keine Geheimnisse mehr gibt. Vorläufig aber heißt es arbeiten, nur arbeiten. Morgen fahre ich von hier weg, allein, zu meiner Dorfschule. Jetzt ist es Herbst, bald wird der Winter kommen. Wird alles mit Schnee. Und ich werde arbeiten. Arbeiten. Die Musik ist so lustig und vergnügt. Man spürt förmlich die Lust zu leben. Oh mein Gott. Nur eine kurze Spanne und wir werden für immer davongehen. Man wird uns vergessen. Unsere Gesichter. Unsere Stimmen und wie viele wir waren. Oh, meine lieben Schwestern, unser Leben ist noch nicht zu Ende. Wir werden leben. Die Musik spielt so lustig, so freudig.
Und es ist, als ob es nur noch kurze Zeit dauern könnte, bis wir erfahren, warum wir leben, warum wir leiden. Wenn wir es nur wüssten. Wenn wir es nur wüssten.